Hallo, wir stehen hier auf der Wiese im Luisenpark und links neben mir sehen Sie schon den Neptun. Und zu was gehört er? Genau, zu unserem Sonnensystem. Und hier haben wir die Expertin zu unserem Sonnensystem, Nathalie Fischer. Warum ist denn der Neptun so klein? Das mit der Größe ist relativ. Wir befinden uns also gerade hier am Rand unseres Sonnensystems. Wir werden jetzt so langsam Richtung Sonne fliegen. Und das ist tatsächlich unser äußerer, offizieller, letzter Planet. Wir haben früher noch einen Planeten gehabt, Pluto. Der ist aber jetzt ein Zwergplanet. Und dieser Planet ist gar nicht so klein, wie er gerade ausschaut. Also die Erde würde da jetzt locker 5-mal hintereinander reinpassen. Aber er ist ziemlich, ziemlich kalt. Und auf diesem Planeten sind auch die schnellsten Stürme im ganzen Sonnensystem zu finden. Wenn wir hier auf der Erde so einen Wirbelsturm haben mit 120 Stundenkilometer, muss man sich gar gut festhalten. Dort haben wir nämlich 1200 Stundenkilometer. Das heißt, dort mit dem Raumschiff hinzufahren und mal eine Runde um den Planeten zu drehen, ist vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu unserem nächsten Planeten. Ja, ähnlich groß wie der Neptun ist auch der Uranus. Mal zur Größe, um eine Zahl zu nennen, das sind so ungefähr 50.000 Kilometer Durchmesser. Das ist also schon eine ordentliche Größe. Und wenn Sie auf diesem Planeten wohnen wollten, dann hätten Sie alle 84 Jahre Geburtstag. Und das ist ein ganz besonderer Planet, den wir haben. Das ist der Saturn. Ist vielleicht auch wegen der Ringe, hat er zu einer bestimmten Berühmtheit erlangt. Dieser Planet hat noch eine ganz besondere Eigenschaft. Das ist der einzige, der tatsächlich schwimmen kann. Also wenn Sie alle Planeten ins Wasser schmeißen würden, egal ob aus festem Gestein oder aus Gas, ist es der einzige, der schwimmen kann. Und das liegt nicht an seinen Rettungsreifen, sondern weil er einfach tatsächlich so leicht ist. Gut, dann kommen wir weiter. Jetzt wird es langsam ein bisschen kleiner bei den Planeten. Ja, es wird vor allen Dingen sehr viel enger. Die Planeten werden kleiner, die Abstände werden viel kürzer. Und hier haben wir tatsächlich die vier Gesteinsplaneten, die wir in unserem System haben. Draußen hatten wir die vier Gasriesen, jetzt haben wir die vier Gesteinsplaneten. Und einer davon, unsere Erde. Unsere Erde, ja, unser Heimatplanet. Wir haben ja schon gemerkt, alles, was aus Gas ist, das tut uns nicht gut. Ist zu kalt, ist zu giftig. Mars, da gibt es auch keine frische Luft. Wir könnten zwar dort aussteigen, spazieren gehen, aber so richtig wohlfühlen tun wir uns als Menschen natürlich nur auf der Erde. Dort haben wir frische Luft, Wasser, die Temperatur stimmt, noch geht es uns auch wirklich gut. Und auch die anderen Planeten, die noch kommen, sind also keine Alternative. Ja. Und last but not least, natürlich unsere Sonne. Viel, viel größer als unsere Planeten. Und wenn man das hier mal so dagegen hält und mal den Vergleich ansieht hier, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Also, 1 Million Mal könnten Sie die Erde in die Sonne reinfüllen, dann wäre sie gerade gut gefüllt. Also da wird man schon ganz klein als Erdbewohner, wenn man dann diese Ausmaße einfach sieht. Dann bedanke ich mich für das Interview, das Sie mir gegeben haben. Gerne, schön. Und hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag und erfolgreichen Tag. Das werden wir haben. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.